Man sagt ja immer, benutze das richtige Werkzeug für den passenden Job. Und ich freue mich mega. Ich habe nämlich ein Paket bekommen. Ist keine bezahlte Werbung tatsächlich, sondern ein Paket von meinem Freund Simon, aka Simon, aka Sai Grow, selbst auch Streamer. Und er hat ein Produkt für mich erfunden, für meine Elgato Keylights. Was heißt für mich erfunden? Er hat es natürlich auch für sich und für euch erfunden, denn ihr könnt das tatsächlich kaufen. Wenn ihr ein Elgato Keylight habt, dann könnt ihr da jetzt nämlich mehr rausholen, falls ihr selbst so eins benutzt. Ist das genau das richtige Produkt für euch? Ich werde jetzt nämlich ein Unboxing machen. Er hat mir nämlich ein Paket zugeschickt. Das sitzt hier schon seit über einem Monat und ich freue mich, dass ich es endlich mit euch zusammen unboxen kann von Cutting Edge Design. Mega, mega cool, wie ich finde. Und ich zeige euch jetzt, was es ist. So, vorsichtig geöffnet. Und da ist es auch schon drin, das Honeycomb Grid fürs Keylight Air und das Honeycomb Grid fürs Elgato Keylight. Ich hatte nämlich immer das Problem, dass mein Licht im Hintergrund von den Keylights zu sehen war. Ich wollte das aber gar nicht. Ich wollte nämlich, dass nur das Hintergrundlicht im Hintergrund ist. Und das Problem hat Simon für mich gelöst. So, einmal kurz aufgemacht. Hier ist sogar ein Quick Guide drin. Aktuell habe ich nämlich Prototypen dieser Honeycombs noch auf meinen Keylights drauf. Und das ist echt mega cool zu sehen. Es sieht halt absolut professionell aus. Ich zeige euch mal, wie es verpackt ist. Es passt hier perfekt rein. Es ist komplett schwarz. Vorher war das auch noch nicht schwarz. Machbar mit Anleitung und ach, mega cool, Alter. Simon, richtig geile Sache, die du da auf die Beine gestellt hast. Er hat auch schon die ersten verkauft. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderes Gefühl, ein eigenes Produkt zu erfinden und zu verkaufen. Ich zeige euch jetzt mal, was das Ganze macht. So sieht es nämlich in meinem Raum aus, ohne Licht. So sind nur die Bildschirme an. Das ist das ganze Licht, was ihr seht. Jetzt mache ich mal mein Fülllicht an, das Keylight Air. Und ihr seht super wenig im Hintergrund. Und das liegt auch nur daran, weil ich es halb auf den Hintergrund gerichtet habe und es echt weit von mir weg ist. Jetzt machen wir mal das normale Keylight an und ihr seht, ja, der Hintergrund, der ist wirklich komplett schwarz und nur dieses Fülllicht vom Keylight Air, das erreicht so ein bisschen den Hintergrund aufgrund meiner Ausrichtung. Und wie das möglich ist, dass das kaum eben in diesen Hintergrund kommt, das zeige ich euch jetzt nochmal im Detail. Hier habe ich ein ganz normales Elgato Keylight. Meine Güte, ist das hell. Crazy. Ihr seht schon, wenn ich das jetzt zum Beispiel hier hinhalte, wo mein normales Keylight ist im Vergleich, dann ist der komplette Hintergrund beleuchtet. Und ich werde das jetzt mal einfach verbauen und euch dann zeigen, wie es danach aussieht. Das ist auch ein ganz geiler Look, oder? Was sagt ihr? Hui, hui. Oh, shit. Schaut euch das an. Ich habe es einfach nur draufgelegt. Einmal mit, einmal ohne. Ihr habt wirklich maximale Kontrolle über das Licht. Und so könnt ihr dann einen Horrorfilm drehen oder so. Hat nämlich den Vorteil, ja gut, jetzt ist natürlich blöd, dass das ein Licht in die Kamera ist, aber ihr seht dieses Gitter und das kontrolliert eben alles. Für mich ein absoluter Gamechanger für meine Keylights. Ich werde es jetzt mal drauf bauen. So, dafür muss ich einfach nur hier an den Seiten so zwei kleine Plättchen lösen. Das ist nämlich so aufgebaut. Easy. Drei Teile. Gitter und zweimal außenrum. Gitter draufgelegt. Und jetzt kommt das Keylight hier in die Führungsschiene rein. So, perfekt. Das noch drauf. So, und in zwei Minuten, weniger als zwei Minuten, habe ich dieses Gitter an mein Keylight gebaut. Mega gut. Und jetzt schauen wir uns mal den Unterschied an zu vorher. So ist es jetzt mit demselben Keylight, mit denselben Einstellungen an derselben Stelle, aber ohne komplett den Hintergrund zu beleuchten. Den kann ich jetzt bewusst beleuchten oder euch. Also ich bin super, super begeistert und muss nochmal sagen, Simon, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Produkt-Launch. Mega geniale Sache. Und falls ihr das auch wollt, dann verlinke ich euch das Ganze.